So, Frau Veseli, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Sie ganz engagiert sind, Sie wollen leisten, Sie wollen eine Lösung finden für die Absicherung, die Berufsunfähigkeitsabsicherung. Und dennoch sind die Marktdurchdringungen nicht wirklich stark. Wir haben ungefähr die gleichen wie vor ein paar Jahren. Es kommt noch nicht wirklich an, dass der Bürger draußen sich absichern muss. An was liegt denn das in Ihren Augen? Das ist ein Auftrag an uns ein Stück weit. Denn es wird einfach nicht gesehen. Also erstmal beschäftigt sich natürlich ungern mit unschönen Dingen. Und wenn wir über Berufsunfähigkeit sprechen, sprechen wir über Krankheit und all diese Dinge. Was aber wirklich fatal ist, dass jeder vergisst, dass die Berufsunfähigkeit eine Existenzabsicherung ist. Also wir leben ja von Arbeit. Und wenn die wegfällt, die Möglichkeit durch gesundheitliche Beeinträchtigungen, dann geht alles andere, was danach kommt, also das Leben sozusagen, nicht mehr. Und dieses Existenzielle, ich glaube, das ist einfach noch nicht wirklich im Bewusstsein der Menschen. Wir reden vielleicht ein bisschen zu wenig darüber, weil wir uns immer sorgen, darüber zu sprechen, weil es ja was nicht Positives ist. Also wir müssen es schaffen, aus meiner Sicht, als Branche es hinzubekommen, das Positive an diesem unglücklichen Ereignis sozusagen hervorzuheben. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir heben müssen, weil richtig gesagt, ne, 40%, also das heißt, wir haben da eine echt große, große Lücke. Und ein zweiter Punkt ist, dass ich glaube, dass insbesondere junge Menschen ja ganz weit weg davon sind, von diesem Gedanken, berufsunfähig zu werden und Vorsorge dafür zu treffen. Und es einfach vergessen wird, weil jeder hat so dieses Bild, Krankheit ist gleich älter, also ältere Jahresscheiben und dann ist man halt berufsunfähig bis zur Rente. Und das ist ja mitnichten so. Also es gibt viele Krankheitsbilder, wo ich in jungen Jahren verunglücke beispielsweise, um ein schweres Schicksal zu erwähnen. Und das ist, ob ich jetzt 20 bin oder ob ich 50 bin. Ich brauche da Unterstützung. Und wir müssen auch das Image, glaube ich, wegholen von diesem Berufsunfähigkeit, also berufsunfähig. Und dann kriege ich halt die Rente und dann gehe ich in die Altersrente. Sondern nein, ich will zurück ins Leben. Genau, es ist ja oft berufsunfähig, gleich erwerbsunfähig und dann ist Schluss und Schluss. Und das ist nicht so. Da müssen wir tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten dran, dass genau das nicht der Fall ist. Es gibt ausreichend Fälle, wo wir junge Leute haben, denen wir zurück ins Leben helfen, durch Berufsunfähigkeitsabsicherung. Ja. Ja. Und das müssen wir nach vorne tragen, um genau diese Lücke zu schließen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Wir müssen es tun. Wir müssen immer wieder ansprechen, müssen die Leute motivieren. Ich glaube aber, wir werden es nicht schaffen, damit wirklich die absolute oder die breite Mehrheit der Bevölkerung zu erreichen mit der BU. Es ist trotzdem Wichtiges zu tun, aber die Hintergründe, denke ich mal, sind natürlich auch vielfältig. Das heißt, auf der einen Seite haben wir natürlich das ganze Thema Einkommensbeitragsrelation. Da muss man ja ganz ehrlich sein, wenn ich in einem Beruf bin, der von der Einkommenslage jetzt nicht so optimal ist, dann auch noch in einer stark körperlichen Tätigkeit, ist natürlich es schwierig, dass ich meine Absicherung, also eine auskömmliche Absicherung finanzieren kann. Ja, darum, glaube ich, sind wir da auch an dem Punkt. Also das Beispiel, was ich heute Morgen gelesen habe, 130, also für jemanden, der körperlich hart arbeitet, 330 Euro für 1500 Euro BU ist schon eine Menge Geld. Ja, ganz schwieriger Punkt, das kann ich haben. Und darum ist, glaube ich, neben der Promotion des Themas BU die Alternative, ganz einfach zu sehen. Ist es jetzt eine Alternative, die ich über ergänzende Produkte nehme, Grundfähigkeit oder schwere Krankheitenabsicherung oder auch vielleicht das ganze Thema der betrieblichen Altersvorsorge? Weil da stelle ich auch fest, wenn ich jetzt in unser Haus gucke, wir sind natürlich auf der einen Seite in der betrieblichen Altersvorsorge auch sehr stark mit der Berufsunfähigkeit unterwegs, aber insbesondere im Bereich der Kollektivverträge bieten wir natürlich auch kollektiven Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsmöglichkeiten an, damit auch derjenige, für den die BU trotzdem noch sehr teuer ist, aufgrund seiner Tätigkeit, hier die Möglichkeit hat, eine Alternative zu machen, obwohl die kollektive Berufsgruppe ja schon einige mit reinzieht, macht sie doch nicht jeder. Das, glaube ich, ist eine Alternative, wir müssen das mitbespielen. Da muss ich aber eingrätschen, da muss ich nochmal nachfragen. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, man kriegt die abgesichert, aber durch Alternativen, nimmt man Alternativen. Hatten wir diese Alternativen früher nicht? Ich glaube, sie waren in der
Wahrnehmung immer minderwertig. Okay. Und da, glaube ich, wird massiv daran gearbeitet, dass wir aus diesem Minderwertigkeitsstatum rauskommen und sagen, ehe du gar nichts machst, Kunde, mach lieber eine Alternative zur BU. Die BU ist, glaube ich, Grundfähigkeit. Die BU ist, glaube ich, aktuell das Maß der Dinge. Aber die Alternativen haben ihre Daseinsberechtigung. Also zunächst einmal zu Ihrer Frage, warum passiert da eigentlich durchdringungsmäßig so wenig? Ich glaube, da ist teilweise auch die BAV ein bisschen schuld dran, weil nach dem Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung im Jahr 2001 lag der Fokus in der Altersvorsorge in den Betrieben hauptsächlich auf Entgeltumwandlung, und zwar für Altersrente. Das stimmt. Und nicht so unbedingt auf BU. Das hat auch viel mit den Underwriting-Themen zu tun gehabt, wo wir es als Anbieter vielleicht den Firmen und Vermittlern auch nicht unbedingt leicht gemacht haben. Das ist mittlerweile anders. Ich glaube, alle haben erkannt, dass BAV wirklich ein guter Hebel ist, das Kollektivgeschäft stärker nach vorne zu bringen, auch im Kontext von Berufsunfähigkeitsabsicherung. Und das Thema wächst damit sozusagen wieder dorthin, wo es eigentlich auch hergehört. Denn traditionell war BAV immer Invaliditätsabsicherung. Und da mittlerweile es eben ja auch möglich ist, auch Grundfähigkeitsabsicherung im 363, also über Entgeltumwandlung in der BAV zu platzieren, kann man daraus, glaube ich, ein tolles Paket schnüren, allen Mitarbeitern auch im kollektiven Underwriting etwas anbieten, was dann bedarfsgerecht ist. Damit, glaube ich, steckt in der BAV tatsächlich echt nochmal ein Potenzial drin, was der Beteiligung, sagen wir mal, in der Bevölkerung mal gerechnet, durchaus förderlich ist. Und da ist erstmal völlig unabhängig davon, ob der Arbeitgeber das als echte betriebliche Altersversorgung ausgestaltet oder als privates Annexgeschäft, auch sowas ist möglich. Wichtig ist halt, dass der Arbeitgeber das organisiert. Und damit gibt es sozusagen eine ganz andere Signalwirkung, weil das darf man auch nicht vergessen bei der Frage, wo ist die stärkste Empfehlungswirkung für ein Altersvorsorgeprodukt, hat der Arbeitgeber eine ganz starke Signalfunktion. Wenn der Arbeitgeber sagt, das ist ein gutes Modell, dann ist sogar die erste Hürde schon mal genommen bei den Arbeitnehmern, zu sagen, okay, dann gucke ich mir das zumindest mal an. Ja, ein Aspekt, der noch nicht genannt wurde, und wir haben erst im Sommer große Kundenbefragungen gemacht, ist, dass für die viele Interessenten einfach die Relation aus der Beitragshöhe, egal in welcher Berufsklasse, und dem Vertrauen darin, dass ich tatsächlich Leistung bekommen kann, vor allem bei so einem langlaufenden Vertrag, in 30 Jahren vielleicht erst, da fehlt das Vertrauen bei ganz vielen. Eine Haftpflichtversicherung, die ich jedes Jahr wechseln kann für 100 Euro Jahresbeitrag, da denkt keiner drüber nach. Aber 50 Euro zum Beispiel im Monat für einen 30 Jahre laufenden oder 40 Jahre laufenden Vertrag, wo ich Zweifel dran habe, ob ich die Rente jemals sehen werde, weil ich habe ja so viel Schlimmes gehört. Das ist die große Hemmschwelle für ganz viele Kunden, und da helfen uns auch ehrlicherweise die ganzen guten Alternativen, die schon genannt wurden und die ich voll unterstütze, die helfen an der Stelle nicht weiter. Da wird es darum gehen, dass wir als Branche mit den Leistungen, die wir ja zahlen, mit dem Fairness, das wir den Kunden entgegenbringen, da muss man wuchern, da muss man Transparenz schaffen, da muss man Vertrauen schaffen, und das wird uns sicherlich noch ein paar Jahre beschäftigen. Ja. Zum einen mal das Thema, hat man ja gerade gesagt, Arbeitgeber, eine Riesenchance, gerade jetzt aktuell im Fachkräftemangel, zu sagen, wir bieten so eine Lösung an. Das ist ja gerade die Möglichkeit, auch Leute zu gewinnen und zu halten. Aber auch das andere Thema unserer Vermittlerschaft, ja, die mit diesem Thema natürlich auch einen Zusatzpunkt haben. Und gerade bei jungen Leuten, ich meine, da müssen wir natürlich an Lösungen arbeiten, dass wir sagen, unter 30 Jahren hat er die Möglichkeit, beispielsweise bei uns einen sehr deutlich günstigeren Tarif zu bekommen, kann also auch als Gründer, als junger Berufseinsteiger eben schon einen Deckungsschutz bekommen, und der passt sich dann entsprechend seiner Entwicklung auch an, bedarfsgerecht oder altersgerecht. Ja. Und ich glaube, das ist auch mal so ein Punkt, dass wir die Leute eben auf so einem langen Weg begleiten und dann auch an Ereignisse dann anknüpfen, dass wir sagen, da kommen wir noch drauf. Ja. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Arbeitskraftabsicherung ist mehr als eine Berufsunfähigkeitsabsicherung.